Der Sponsor der heutigen Sendung ist Necton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Necton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein wunderhübsches Intro-Tierchen. Ich habe gerade erfahren, dass ich immer sage wunderhübsches Intro-Tierchen, aber das, natürlich nehme ich die wunderschönsten Tiere, um sie euch im Intro zu zeigen. Deswegen sind die automatisch wunderschön. In dem Fall ein Varanus panoptes, ein Argus-Varan aus Australien. Wirklich sehr schöner Großvaran, ne? Die Tiere werden so 1,60, 1,70 mit Schwanz, also nicht für jedermanns Terrarium geeignet, aber wer den Platz hat, wirklich ein super hübsches Terrarientier, sind auch relativ anständig, wie ihr seht, ganz toll, deswegen wollte ich euch den heute als Intro zeigen. Das Thema heute sind die hübschen kleinen Kerls hier, Krokodilschwanz, Höckerechse heißen sie auf Deutsch, Chinosaurus crocodilurus, wissenschaftlicher Name. Das Wort Krokodilurus sagt schon einiges über die Tiere aus. Sie sind sehr wasserliebend, wasserlebend, kommen aus dem Süden von China und bis in Vietnam rein, bis in Norden vom Vietnam. Also haben wirklich ein sehr kleines Verbreitungsgebiet. Ich glaube, die Krokodilschwanzhöckerechsen gehören mit zu den vielleicht seltensten Terrarientieren dieser Welt. Also weil sie einfach, es gibt wirklich zwei relativ kleine Populationen, Vietnam und Südchina. Da gibt es Schätzungen über die Anzahl der Tiere, wie genau oder ungenau die sind, kann man schwierig sagen. Wirklich ein sehr, sehr seltenes Terrarientier. Deshalb wurden sie glücklicherweise jetzt auch auf Anhang 1 des Washingtoner Artenschutzabkommens hochgesetzt. Also die sind jetzt WA1, was den Handel in Anführungsstrich zum Glück schwieriger macht, beziehungsweise ich glaube, die letzten 10, 20 Jahre wurden in diesen kleinen Verbreitungsgebieten Tiere rausgefangen, in doch relativ großen Mengen, und dem wurde jetzt Einhalt geboten. Die Tiere leben dort immer in Bach- oder Flussnähe, ne? Kleinere Gebirgsbäche, oder nicht kleinere Bäche, sondern Bäche bzw. kleinere Flüsse. Da leben sie in Ufernähe. Das sind kalte Flüsse, ne? Die kommen aus dem Gebirge runter, haben entsprechend ein sehr kaltes Wasser. Das Biotop insgesamt ist für ein Reptil auch recht kalt. Also wenn ihr die Tiere haltet, dürft ihr nicht das ganze Jahr über im 30 Grad warmen Terrarienraum halten. Ne? Im Sommer ist das in Ordnung, da können die auch mal 30 Grad ab. Aber im Winter gehen die Temperaturen enorm runter oder auch die Nachtabsenkung ist wichtig. Das Wasser muss kalt und klar sein. Ne? Also wie gesagt, ihr kennt einen Gebirgsbach, ihr könnt es euch vorstellen und das im Hinterkopf behalten, wenn ihr diese Tiere im Terrarium haltet. Ne? Die leben dort in Höhen von bis zu 2000 Meter. Könnt ihr euch vorstellen, 2000 Meter Meereshöhe plus Gebirgsbach. Also das ist wirklich ein kühles, raues Klima. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das, wenn ihr die Tiere haltet, euch beherzigt. Also die meiste Zeit vom Jahr, oder wir halten sie hier im Prinzip bei Raumtemperatur. Und vielleicht noch, oder nicht vielleicht, und dann ein kleiner Wärmespot dazu, wo sie sich bei Bedarf aufwärmen können. Das ist die perfekte Terrarienhaltung für den Sommer über. Kommen wir zu der Haltung von den Krokodilschwanzhöckerechsen. Bei den Jungtieren, wir ziehen die in so einzelnen Behältern auf. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man vorab wissen sollte. Die ist so gechillt, wie sie eigentlich immer den Eindruck machen, so ein bisschen garstig sind sie untereinander. Also die Jungtiere in Gruppen aufziehen, halte ich nicht für gut. Haben wir früher auch schon gemacht. Kann sein, dann fehlt irgendwann ein Schwanzspitzchen oder sie beißen sich eben oder sowas. Muss man wirklich aufpassen. Deswegen hat es sich für uns bewährt, dass wir die einzeln in solchen Behältern aufziehen. Relativ
sporadisch wichtig, dass das Wasser immer schön sauber ist, ne? Deswegen auch gar nicht so viel Einrichtung. So kann man jeden Tag das Wasser frisch machen. Dann haben wir hier ein bisschen so eine Efeutute drin, als Versteck natürlich auch und auch als Landplatz, beziehungsweise wir haben auch den Kork drin als Landplatz. Und so tun wir die relativ primitiv halten. Ne? Da kommt dann noch eine Lichtquelle oben drüber und ein kleiner Spot, wo sie sich gegebenenfalls sonnen können, wenn sie wollen, was sie sogar relativ wenig machen. Unter dem Spot dann 28 bis 30 Grad, aber an der kalten Stelle hat es vielleicht gerade mal gute 20 Grad, 22, 23 Grad. Wie gesagt, im Sommer, wenn es wärmer wird, wenn wir jetzt Hochsommer haben bei uns in Deutschland und eure Wohnung hat schon 25 Grad, dann wird das Ganze auch ein bisschen wärmer werden. Das ist auch okay für ein, zwei Monate, sollte aber nicht die Regel sein. Ne? Also wenn ihr ein warmes Terrarienzimmer habt, dann ist eigentlich der falsche Platz für die Krokodilschwanzhökerechsen. Die gehören eigentlich mehr ins kühle Esszimmer bzw. fast sogar ins Schlafzimmer. Ne? Wie gesagt, das ist Jungtieraufzucht. Die sind jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Die sind dieser Größe schon so ziemlich entwachsen. Als nächstes käme ein größeres Terrarium. Also wenn ihr euch die anschafft, würde ich euch so ein 80er Meter Terrarium empfehlen. Einrichtung aber ähnlich. Ne? Ihr braucht ein Terrarium, wo ihr unten im Prinzip voll machen könnt mit Wasser. Einzelne Landplätze machen, Uferplätze einrichten. Wie gesagt, Pflanzen reinmachen als Versteck. Dann eben noch eine Spotlampe drüber, die kann UV enthalten, ne? Wenn ihr so eine HID-Lampe zum Beispiel nehmt, sicherlich kein Fehler, den Tieren UV-Licht zu geben. Ich weiß nicht, ob es zwingend notwendig ist. Ich glaube, zwingend notwendig ist nicht einmal das UV-Licht, aber ich würde, wenn ihr die Möglichkeit habt oder wenn ihr das Terrarium einrichtet, würde ich euch empfehlen, nehmt so eine HID-Mischlichtlampe, vielleicht mit 35 bis 50 Watt, je nach Terrariengröße und dann können die bei Bedarf das UV- bzw. Sonnenlicht aufsuchen. Kommen wir zur Fütterung von den Tieren. Gibt ja normal bei den Echsen, sagt man, man soll wenig Würmer oder Raupen oder sowas füttern. Wir geben den Jungtieren viel von den Wachsraupen hier. Kennt ihr wahrscheinlich Wachsraupen, Bienenmaden sind auch relativ gut. Mehlwürmer, Zophobas bedingt ja. Ist einfach relativ gut zum Verfüttern. So Sachen wie Heimchen, Grillen, Heuschrecken, die hauen da ab, die erwischen sie schwierig. Deswegen glaube ich, dass so Würmer relativ gut sind. Regenwürmer, by the way, auch wirklich gutes Futter für Chinosaurus. Also müsst ihr in eurem Terrarianerkopf ein bisschen zurückstecken, dass man eigentlich keine Würmer füttern sollte. In dem Fall, meines Wissens und nach meiner Erfahrung ist das relativ okay. Ne? Die bestäuben wir dann hier mit Calcium D3 und dann verfüttern wir die an die Tiere. Normal haben wir hier diese Stecknadeln, das zeige ich euch gleich, wie wir das mit denen machen. Schön wäre es, wenn die vielleicht... Manchmal lassen sich auch von der Pinzette füttern. Das Problem ist, dass wir jetzt hier natürlich schon ganz schön Action gemacht haben mit unserer Filmerei. Und von dem her bin ich nicht sicher, ob die rangehen. Scheinbar nein. Leider nein. Also jetzt zeige ich euch, wie wir sie normal füttern oder gerade auch die Jungtiere, weil die ja doch am Anfang etwas scheu sind. Also wir nehmen hier ein, zwei so Wachsmaden, pieksen die mit der Nadel auf. Und stecken die hier auf dem Kork fest. Ja, da können die nicht abhauen, weil sonst fliegen sie ins Wasser. Ja, dann bringt das alles nichts. Und so pieksen wir die Futtertiere da oben drauf.
auf den Kork und dann gehen die Tiere hin und fangen in Anführungsstrich beziehungsweise fressen ihre Beute. Also das funktioniert wirklich super. So ziehen wir die Jungtiere groß und haben da noch nie irgendwelche Futterprobleme gehabt. Der hier kriegt jetzt gleich mal zwei. Ja, wie gesagt, die klettern dann hoch und schnappen sich das Futter weg. Das hat sich wirklich perfekt bewährt als Futtermethode. Das Ganze machen wir zwei, dreimal die Woche, füttern wir die so. Ne? Wenn wir jetzt da zwei Maden gegeben haben, dann füttern wir sie vielleicht nur zweimal. Wenn sie immer nur eine kriegen, dreimal die Woche. Wenn sie entsprechend größer werden, reduziert man den Futterintervall, also vielleicht nur noch zweimal die Woche, beziehungsweise ausgewachsene Tiere vielleicht nur noch einmal die Woche. Entsprechend natürlich größere Futtertiere, ne? Also jetzt bei den Jungtieren diese Würmer, wenn sie größer sind, vielleicht große Regenwürmer. Manche geben sogar nestjunge Mäuse oder kleine Fische, gehen sie auch ran. Wie gesagt, das Größe vom Futtertier natürlich der Größe dem Tier anpassen, aber dann den Intervall vergrößern, ne? Letztendlich nur noch einmal die Woche füttern. Noch kurz zu dem Füttern an sich. Wir hatten hier schon wieder heiße Diskussionen. Darf man eine Made aufspießen mit der Nadel? Meiner Meinung nach, ja, man darf es, man muss es in dem Fall. Man muss die ja so irgendwie verfüttern. Ich finde, man kann es vergleichen, wenn man jetzt zu einem Angler sagt, du darfst deine Made oder deinen Regenwurm nicht mehr auf den Angelhaken spießen. Ja, gibt sicherlich Schöneres, wie so einen armen Wurm aufzuspießen, aber vielleicht ist ja so eine Art Akupunktur für den Wurm oder wie auch immer. Also meiner Meinung nach absolut vertretbar. Kommen wir zur Zucht von den Tieren. Der schwierige Punkt ist, wird erstmal sein, ein gutes Pärchen und ein harmonierendes Pärchen zu bekommen. Das fängt bei der Geschlechtsbestimmung an. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das relativ schwer mit der Geschlechtsbestimmung, beziehungsweise ich kann es eigentlich fast nur am Kopf und an der Körperform sehen. Also die Männer haben einen wuchtigeren, breiteren Kopf, einen bulligeren, vorne, wie soll man sagen, also vorne mehr eine rundere Form, die Weibchen, da ist der Kopf gleich wenig spitzer, gleich wenig länger vielleicht. Daran kann man es an sich erkennen. Ansonsten irgendwelche, es gibt keine Poren, es gibt keine Hemipenistaschen, wo man sehen kann. Also ist wirklich schwierig. Aber ich denke, so anhand der Kopfform lässt sich es doch ganz gut machen. Stimulation ist über die Winterruhe. Die Tiere paaren Frühjahr, Sommer, haben eine recht lange Tragzeit von fast einem Dreivierteljahr. Das heißt, die befruchteten Weibchen tragen über den Winter hinweg und es kommen dann im Frühjahr, werden die lebenden Babys geboren, also die sind so ovovivipar, das heißt, haben im Körper Eier, aber in dem Moment, wo sie schlüpfen, kommen die aus den Eiern raus, also sind sie rein optisch lebend gebärend, haben dann drei, vier bis extrem große Weibchen, fast 20 Jungtiere. Ist aber trotz alledem nicht so leicht. Man kann auch Wachseier haben, man kann Totgeburten haben. Also die Chinosaurus-Züchter, die beißen sich zum Teil ganz schön die Zähne an der Zucht aus. Es ist wirklich nicht ganz einfach, aber es ist gut möglich und wird auch seit, also die ersten Nachzuchten, die ich hatte, sind fast 30 Jahre her. Ich hatte hier einen Freund aus der Nähe, hier aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der hat die schon vor 30 Jahren gezüchtet. Das war fast mal ein Phänomen oder sowas. Ne? Wie gesagt, mittlerweile gibt es einige Mehrzüchter, die die Tiere züchten. Aber also es ist machbar, aber sicherlich nicht einfach. Zum Schluss noch der Verweis auf gute Literatur. Es gibt wirklich ein tolles Buch darüber von Zollweg und Kühne. Die haben da wirklich ein
Chinosaurus Standardwerk rausgehauen. Kann ich euch absolut empfehlen, wenn euch die Tiere interessieren. Und dann noch ganz kurz in eigener Sache, bevor hier der Shitstorm, wollte ich schon fast sagen, wieder losgeht. Beziehungsweise zwei Dinge in einer Sache. Vergesst es mit den Maden, mit der Akupunktur. Vergesst es einfach. Und das Zweite mit den 20 Jungtieren, wo ich gesagt habe, das ist absolute Rekordwert. Also das meines Wissens, oder ich kenne jemanden, der hatte mal 18 oder 20 Jungtiere, absoluter Rekord. Standard ist sicherlich zwischen 4 und 10, 12 oder sowas. Das auch nochmal hinterher. Nicht, dass jemand sagt, hier 20 spinnt der. Oder dass ihr denkt, 20 ist ganz normal. Also wenn, dann bewegt sich das so maximal um die 10, 12 rum. Beziehungsweise es können auch nur 3, 4 sein. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.